Lauf, mein Prinz, lauf. Wo wollen die eigentlich? Wir werden angegriffen. Toll, was? Jetzt stecken die hier fest. Wollt ihr mich verarschen? Hä, wie soll ich denn... Hä? Ja, ich muss einen anderen Weg finden, aber... Hä, wie soll ich da denn jetzt wieder hinkommen? Ich dachte, die laufen hier jetzt automatisch. Finden die hier jetzt einen Weg? Shit. Muss ich dem Weg weiter folgen? Aber ich meine, da hinten ist doch auch nirgendwo was. Hier sind noch mehr Leute. Kann ich? Nein, die kann ich nicht. Ja, Banditen greifen sie an. Vermutlich müsste ich jetzt die Gegner hier alle killen, damit die mir die Transportschiffe geben. Hm. Dumm gelaufen. Das wird nichts werden. Nur mit dem Prinzen. Schade. Es hätte ja klappen können. Na gut. Da mal gucken, Spiel laden, muss ich wohl den ersten nehmen. Ja, genau, dann sind wir wieder hier. Aber dann wissen wir schon mal, wir müssen nicht das Dorf hier einreißen, wir müssen nur da hinten zu diesem, zu dieser Kirche hin. Und dann muss ich jetzt mal aufpassen, dass mir nicht wieder die Truppen sterben durch den Vulkan. So, mit 10 Punkten, was kann ich da nochmal? Infanterie, Schwertkämpfer, Bogenschützen haben schon Angriff. Infanterie hat auch schon Trefferpunkte, Schwertkämpfer, Speerkämpfer. Ja, weiß ich auch nicht. Wofür nehme ich denn die 10 Punkte? Infanterie, Geschwindigkeit, nee, brauche ich nicht. Panzerung, ja komm, nehme ich Panzerung. Panzerung ist immer gut. Gut, ja, wie stelle ich es jetzt am besten an? Eigentlich müsste ich erstmal hinreiten, dann warten, bis der Vulkan wieder weg ist und erst dann den Schatz erobern. Beziehungsweise kann ich nicht mit dem Prinzen da einfach hin? Ihr wagt es, diesen Schrein zu schänden? Wenn ich jetzt den Schatz... Lauft, 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 lauft. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, fuck. Das war schon mal knapp. Shit. Okay, die kommen ja alle hinterher, dann kann ich die schon mal killen. Ich hatte gehofft, ich könnte den Schatz jetzt schnell... Wenn ich jetzt mit dem Prinzen dahin reite, ist der tot, wenn der einmal getroffen wird? Macht der so viel Schaden, der Vulkan? Ich reite mal einen großen Bogen. Möglichst weit davon entfernt. Eigentlich sollte hier doch jetzt nichts mehr sein. Nur noch der komische Mönch. Kann ich den Schatz so mitnehmen? Nein. Okay, der Mönch ist tot. Und der Prinz macht natürlich mal so überhaupt keinen Schaden. Ja, dann muss ich jetzt nochmal eben hier... Halt, ihr beiden, ihr... Na, blöder... Nein, du nicht... So, du weg. Und 100 pro werden die jetzt sterben, weil hier irgendwo so ein komischer Stein einschlägt. Reitet! Schnell! 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 Okay, sie haben es geschafft. Gut, ich hätte sie gar nicht mehr holen brauchen, der ist eh tot. Eine Schatztruhe. So, okay, vorsichtig wieder hier vorbei. Lauft, lauft. Kann der Schatz zerstört werden? Das wäre jetzt richtig mies, wenn hier so ein Stein runterkommt und macht den Schatz platt und dann ist Mission gescheitert. Na gut, Gruppe 3, der kommt da nochmal eben mit zu. Dann haben wir das ja schon mal geschafft, ohne Verluste. Also wieder hier zurück zu den Bäumen, die jetzt auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Ich denke mal, mit den restlichen Truppen hier sollten wir auch die Bewacher bei dem anderen Schatz da platt machen können. Wie bewegen sich diese Schätze eigentlich? Da sind Räder drunter, aber niemand sieht sie. Und ich glaube nicht, dass die zu der Zeit schon einen Motor hatten. Seht, die Bäume wurden
Mysteriös. Okay, kann ich nicht auch jetzt schon gleich den anderen Weg hier? Nee, hier sind noch Bäume. Ach nee, halt, das war da hinten. Ja, erst. Durch die Schlucht muss ich ja so oder so. Diese enge Schlucht missfällt mir. Der Fels sieht nicht stabil aus. Ja, und auf mysteriöse Weise gibt es nachher einen Steinschlag und dann kommen wir leider nicht mehr zurück. So, wie wäre es denn, wenn wir noch ein paar Seesterne und Muscheln sammeln, so lange, bis die Schätze hier sind? Wobei, okay, die sind schon direkt hinter uns. Dann brauchen wir das nicht. Locken wir mal eben hier die... Ja. Ein Schiff mit Reichtümern aus Übersee. Auf, Männer. Wir müssen ich kann mich nicht bewegen. So, mal eben alles hier anlocken. Wir werden angegriffen. Der Prinz immer schön heilen. Sehr gut. So, die restlichen Bewacher, das sind nur diese paar. Die Schätze gleich mal mit ranholen. Nicht, dass hier noch wieder ein Malheur passiert. Oh, was? Wer greift? Achso, da ist nochmal Reiter. So. Ich denke, die Franzosen werden das Leck in ihren Geldbörsen spüren. Kehren wir zurück, woher wir kamen. Des Schiffes Schatz. Okay, dann muss ich hier wahrscheinlich nochmal hin, um das auszulösen. Ja. Erdrutsch. Gut. Also, da hinten in das Dorf, die Schiffe besteigen und dann wieder zurück zu unserer Landestelle. Wir haben noch ein paar Punkte wieder zu vergeben. 12, ja, aber keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, wofür wir die sinnvoll benutzen könnten. Von daher spare ich mir die mal auf. Oder habe ich die nächste Mission nicht mehr? Doch, müsste ich eigentlich. Eigentlich sollten die übertragen werden. Hoffe ich doch. Und sollten hier nicht schon irgendwo eigentlich Gegner gewesen sein? Eben bin ich doch hier irgendwo noch auf ein paar Schwertkämpfer gestoßen, oder nicht? Ach ja, genau, hier war der Hinterhalt. Hinterhalt! Und zwar genau jetzt? Jetzt? Jetzt. Genau, hier waren die Gegner. Gut, das ist schnell erledigt. Das Dorf lasse ich mal da und weiter geht's. Und dann müssen wir jetzt noch dieses Dorf vor den bösen Banditen retten. Hallo. Hilfe! Banditen greifen uns an. Solche bösen Banditen. Und zum Dank bekommen wir die Schiffe. Tudö. Bitte verfügt über unsere Schiffe, wie ihr beliebt. Ja, ja, machen wir. So, okay, alle Männer passen mit an Bord. Das ist ja sehr gut. Kann ich jetzt bis da unten hinfahren? Eigentlich müsste das doch gehen, wenn ich quasi hier wieder hinfahre. Ja, das funktioniert. Beziehungsweise die Schiffe fahren 13, aber na, das ist sowieso gleich hier. Ich war gerade am Überlegen, ob es schneller ist, wenn ich die jetzt hier an Land aussteigen lasse und den Rest dann zu Fuß gehe, aber ich glaube, das macht nur ein paar Sekunden Unterschied und so viel Zeit haben wir dann doch. So, irgendwo hier oben sind wir gespawnt. Gucken wir mal so, das wird wohl stimmen. So, wir sind wieder da und tada! Ich beglückwünscht euch und eure Männer. Eure eroberten Schätze sind schon auf dem Weg nach England. Nun hat der König neue Befehle für euch. Verstärkung ist unterwegs. Meine Armee ist erschöpft. Wir haben lang und hart für meinen Vater und England gekämpft. Nun müssen wir... Einerlei. Wie lauten meines Vaters Befehle? Mein Lord... Ihr sollt zu der Verstärkung stoßen, die nördlich vom Fluss heranrückt. Wenn sie eingetroffen ist, sollt ihr nordwärts marschieren und die Franzosen angreifen, die sich bei Voltaire sammeln. Okay, unsere Aufgabe ist also noch nicht erfüllt. Gucken wir mal. Warten Sie auf Verstärkung aus England.
Wow. Das ist ja ein toller Auftrag. Was kann ich mit meinen Schiffen jetzt noch machen? Wobei, wir sollen ja nach Norden, hat er gesagt. Das heißt, hier ist blockiert, dann müssen wir ja wieder hier übersetzen. Sehe ich das richtig? Oder, ach so, ja, okay. Wir stoßen zu ihr und marschieren weiter nordwärts. Okay. Dann muss ich meine Truppe nochmal eben nach drüben verschiffen. Eine lange Seereise, ungefähr 3 Sekunden. Verstärkung ist da. Wir sind bereit, nach Norden zu ziehen. Die Franzosen wissen, dass wir hier okay. sind. So, dann mal eben gucken. Das wird alles mit Gruppe 1. Und die Belagerungsmaschinen werden Gruppe 3. Aufwerten können wir leider nichts. Wir haben keine Rohstoffe. Marschieren Sie nordwärts nach Voltier. Okay. Das ist einfach. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Habe ich alle Truppen erwischt? Ja. So, und es gibt auch nur diesen einen Weg durch den Wald. Wo die französische Armee warten soll, suchen wir eine geeignete Stelle, um uns für den Kampf zu rüsten. Ja, wir sind gerüstet, würde ich mal sagen. Hier ist ein freies Feld. Können wir hier vielleicht die Gegner irgendwie nach draußen locken? Was passiert, wenn ich jetzt hier vors Tor marschiere? Kommen die dann raus? Ich glaube, sie kommen jetzt raus, oder? Wobei, ich möchte aber... Oh shit. Ah, ein Skorpion. Der muss weg. So, okay, sehr gut. Ah, viele Gegner. Schwarzer Prinz. Bitte Heilung verteilen. Ah, und meine Reiter müssen... Ah, shit. Auf in die Schlacht. Ja, das sieht aber ganz gut aus. So, alle tot. Ein bisschen Heilung noch verteilen. Okay, ihr Bogenschützen. Die französische Armee ist besiegt. Lasst uns die Burg zerstören und den Sieg feiern. Die Burg zerstören. Okay, dann müssen die Türme erstmal weg. Habe ich da überhaupt Reichweite hin? Ja, haben... Ah, die Türme haben nur 3 Reichweite. Das ist ja lächerlich. Kann ich mit den Bogenschützen da rankommen? Ja. Das ist ja richtig lächerlich. Ich weiß noch nicht, ob die Bogenschützen jetzt so viel Schaden machen. Eigentlich können die schon mal hier alle das Tor angreifen. Obwohl, das Tor hat 20.000, so ein Mauerstück hat 10.000. Wäre eigentlich günstiger, das Mauerstück anzugreifen. Allerdings ist das auch nur sehr schmal. Das heißt, es können auch nur ein paar Truppen angreifen. Naja, wie auch immer. Der Turm ist eh gleich weg, dann können hier die Katapulte mal beim Tor mithelfen. So, Feuer frei. Das dauert jetzt einen Moment. Was können wir mit den Schiffen nochmal machen? Können wir hier noch spaßige Erkundung machen? Vielleicht finden wir noch irgendwas ganz Tolles hier. Zum Beispiel blaue Schiffe. Oder Wasser. Oder ein Strand. Oder noch mehr blaue Schiffe. Hatten wir alles noch gar nicht so. Okay, Mauer ist immer noch da. Aber in wenigen Augenblicken ist die Mauer nicht mehr da. Kommt es mir eigentlich nur so vor, dass das Spiel im Moment sehr laut. Ich habe eben nochmal an der Lautstärke gedreht, weil es mir zu leise vorkam. Aber jetzt kommt es mir irgendwie zu laut vor. Naja, ich muss mir das nachher mal angucken. Weg mit der Burg. Mit dem Burgfried. Da wohnt bestimmt der Siegfried. Haha. Okay. Lassen wir das. Warum greift ihr die Burgmauer links? Das ist... Warum ist das alles Burgmauer links? Naja. Wie auch immer. Der Sieg ist unser. Der Franzosenkönig selbst, gefangen wie die Ratte, die das sinkende Schiff verlässt. Euer Lösegeld hier wird Englands Schatzkammern noch Jahre füllen.
Und wenn sie kein Lösegeld bezahlen, was dann? Dann hat England ein ganz schönes Problem. Na gut. Das war Mission Nummer... Ich sollte mir das mal merken. Nummer 5, glaube ich. Der Schwarze Prinz ist erledigt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei Mission 6 demnächst dann wieder.